werde hier heute zwei Teilkapitel lesen. Dieses erste liegt mir heute besonders, weil eine Person in diesem Umfeld, die ich sehr gut kannte, der ich sehr verbunden war, vor einigen Tagen gestorben ist. Der Compañero Presidente. Es ist der 11. September 1973. In einem Radiosender in Santiago, der Hauptstadt Chiles, dem Sender Magallanes, klingelt ein Telefon. Am Apparat ist der Präsident der Republik und bittet den Redakteur des Senders darum, seine Worte mitzuschneiden und dann zu senden. Der Präsident hat nicht mehr viel Zeit. In den Straßen bewegen sich Truppen, auf seinen Amtssitz die Moneda zu. Die meisten Sendeanlagen wurden bereits bombardiert und an ihn, den gewählten Präsidenten, einen etwas älteren Herrn, der einmal vom Beruf Arzt gewesen war, erging die Aufforderung, zurückzutreten. Der Präsident erklärte über den besagten Sender, dass er dies nicht tun würde und jene kurze Rede würde er als seine letzte in die Geschichte eingehen, wie man so sagt. Ja, noch heute kann man mühelos aus dem Netz sie herunterladen, sowohl im Original als auch als Text übersetzt in wahrscheinlich die meisten Sprachen der Welt. Man würde im Originalton auch das Rauschen hören, was auf eine schlechte Telefonverbindung hinweist, und weitere Geräusche, nämlich die von Einschlägen von Geschossen. Nach kurzer Zeit würde diese Übertragung schon abbrechen, aber das Wesentliche wäre zu verstehen und das sei, dass er, der gewählte Präsident, nicht zurücktreten werde und dass man ihn hier also aus dem Präsidentenpalast nur tot herausholen könne. Noch am gleichen Tag geschieht das so. Die Bilder des toten Dr. Allende gehen um die Welt und es bleibt nur noch zu rätseln, ob er sich selbst erschossen habe und ob es die im Palast stürmenden Soldaten waren. Wie wir heute wissen, hatte er es selbst getan, vielleicht während die Mitglieder eines Sonderkommandos mit dem Befehl die Treppe hinaufstürmten, ihn zu erledigen, ihn, diesen kommunistischen Präsidenten, der nach seiner Wahl ernst gemacht hatte mit den Versprechungen. Der Doktor, der ein Bündnis zustande gebracht hatte zwischen den Sozialisten und den Kommunisten und den anderen Linken bis hinauf zu den ganz Radikalen und der auch noch zu den bürgerlichen Parteien und der Kirche Kontakt hatte und alles das verschmolzen hatte zu einer Unidad Popular, einer Einheit des Volkes. Dieser Doktor Allende oder auch Compañero Presidente genannt, und das war ganz demokratisch vor sich gegangen, vor mehr als 2 Jahren, und hatte Aufregung verursacht, weil es nicht in die Logik der Welt passte, nicht in die Logik der Aufteilung und auch nicht die Logik der Schullehrer. Und nun an diesem Tage erklärten ein paar Generale, die ihren Eid gebrochen hatten, ihn einfach für abgesetzt und die Demokratie bis aufs Weitere erledigt. Am Morgen dieses Tages sitzt unser Mann im Zug irgendwo zwischen Dresden und Leipzig. Es sind die alten Züge, die noch nach Rauch riechen und Kohlestaub, die man später bestenfalls aber dann gründlich geputzt in Museen besichtigen kann oder Freizeitparks. Er wird nun mehrere Jahre früh in diesem Zug sitzen, aber das weiß er noch nicht. In seiner Tasche befindet sich ein Schreiben. Er sei nun immatrikuliert. Am 11. September beginne es. Am Anfang gäbe es eine Art Feierstunde und dann würden sie schon mit dem Studium beginnen. Er müsse auch inzwischen einigen Wahlfächern entscheiden und sie würden ihn beglückwünschen. Nein, im Zug wusste er noch nichts von den Ereignissen auf der anderen Seite der Welt. Er hatte noch am Abend zuvor mit einer Freundin über diese andere Welt gesprochen und über ihren Liebsten, der zu dieser Zeit dorthin gefahren war und der ein Freund unseres Mannes war. Ja, sie hatten sich Sorgen gemacht. Er hatte angedeutet, dass es zu Ende gehen könne mit dem großen Versuch. Sie wüssten auch nicht, was sie tun sollten, falls die Generäle putschten. Vor einigen Wochen war das ja schon einmal versucht worden, aber damals hatten die Generäle noch zu ihm gestanden, dem Compañero Presidente, und der kleine Putsch war schnell zusammengebrochen. Ein Kameramann hatten sie dabei erschossen, einen Mann, der die Kamera nicht losließ, dabei und so seinen Mörder filmte beim Mord.
Diese Filmsequenz war um die Welt gegangen. Ein Liedermacher würde kurz darauf ein Lied machen von der Macht, die aus Gewehrläufen und nicht aus den Mündern kommt. Und nun das. Hatten Sie noch gestern Abend gedacht, dass es alles noch gut gehen würde? Natürlich hatte unser Mann Sie beruhigt mit dem Prinzip Hoffnung, welches Ihnen ja gemein war. Sie hatten sich vor 2 Jahren kennengelernt und an der Uni. Und Sie zusammen mit dem jungen Doktoranden aus der Republik Chile. Und es war mehr als eine Freundschaft entstanden, eine Beziehung, würde man heute sagen, die allerdings je beendet wurde, weil gewisse Leute es nicht ins Konzept passte. Die junge Frau stammte aus einer Familie, in die, so begriff er, unser Mann später, nicht einfach blauäugig eindringen konnte. Aber am Anfang wusste das unser Mann nicht. Aber wir erzählen ja keine Mafia-Geschichte, sondern wir erzählen, dass während der Fahrt, mit der ja immerhin ein neuer Abschnitt des Lebens beginnen würde, jedes Gespräch durch den Kopf ging und er sich auch Sorgen machte um den Freund, den Nachfahren spanischer Granden mit indianischen Augen. Er konnte den Film freilich nicht nach vorne spielen, so wie wir es heute spielen können. Er wusste also nichts vom Studium, vom Stadion, in das sie den Freund mit anderen 50.000 einpferchen würde. Er wusste ja noch nicht einmal etwas von der brennenden Moneda, das erfuhr er erst nach dem Halt in Risa, wo die Arbeiter ausstiegen. Dort war das Stahlwerk und irgendjemand von den Neueinsteigern hatte ein Radio. Unser Mann weiß die Marke nicht mehr, sagen wir ein Sternchen, und es quäkte die Nachricht blechernd aus dem Gerät. Sie hatten es also getan. Sie hatten recht gehabt mit dem Gespür, wie sie es ja nur die Frauen besitzen. Aber vielleicht dachte er, vielleicht ginge die Sache doch noch gut. Umkehren konnte er ja jetzt auch nicht mehr auf dem Weg. Und was sollte er da auch machen, außer sich an ein Radio zu klammern, so wie vor 5 Jahren, also 68 in Budapest, und wieder die eigene Ohnmacht spüren. Immer wieder diese Ohnmacht, immer wieder ausgelöst von Panzern. Nein, er wusste nicht. Er wusste nicht, dass sie einen Sänger, von dem er ein Lied gut kannte und von dem Doktoranden gelernt hatte, über Puerto Montt, ein Steig von Bergarbeitern, wo die Militärs hineingeschossen hatten, wie sie ja immer hineinschossen. Das hatte schon Solá beschrieben im Germinal. Militärs, zu allem fähig. Ja, eine Revolution muss sich verteidigen. Und der Dr. Allende hatte genau dies abgelehnt oder nicht begriffen oder nicht gekannt. Vielleicht, weil er einen anderen Weg suchte. Und es schien so, dass er ihn gefunden hatte, aber nun wieder die Panzer und die begleitenden Grausamkeiten, wie wir sie aus Lagern kennen, in die die Sieger immer die anderen hineinpferchen. Noch wusste unser Mann nicht, dass sie dem Sänger einfach die Hände zertrümmern würden, bevor sie ihn sterben ließen. Und ob es Legende ist, dass er eben ohne Hände noch sang und sie ihm deshalb den Mund schlossen, weiß ich bis heute nicht. Ja, nun hatte der Putsch stattgefunden. Noch hoffte man auf regierungstreue Armeeeinheiten, aber diese Hoffnung zerstob noch im Laufe des Tages. Diesmal war alles gut vorbereitet worden und das Experiment war beendet.